In unserem Fall sind es 80%, so dass sich der Schaden durch Hitzeelement nur auf 20 beläuft. Wenn der Wert mehr als 100% beträgt, werden Schäden absorbiert und in HP umgewandelt. Der ist natürlich nicht schlecht. Um wie viel der Charakter geheilt wird, hängt ebenfalls vom Prozentwert ab. Hierbei werden 50% des Schadens durch Hitze in HP umgewandelt. Je nach Ability DGF können bis zu 2 Arten von L-Abwehr gekoppelt werden. Ja, wenn 2 Zauber mit denselben Elementeigenschaften gekoppelt werden, addieren sich die Werte. Okay. Es ist empfehlenswert, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Ja. Weil optimal werden natürlich die Zauber automatisch gekoppelt, die die besten Werte aufweisen. Ja, kennen wir schon. So viel zum Koppeln. Bumm. Endlich fertig. Da du hier meistens Monster mit Hitzelement antriffst, solltest du am besten Eis mit Elementangriff koppeln. Natürlich. In der Annahme, dass wir hier schon... Hier, 9 GF. Bumm. Oh, wir können Stärke koppeln. Nein. Ich war noch nicht fertig. Stärke. Hier, guck mal, Vita. Ne, Vita, wo ist Vita? 18, ja, können wir auch Blitz nehmen. Oder Feuer. Ah ja, hier. Eisangriff. Naja, 9%. Warten mal, die Quistis, die hat doch auch noch Eis. Man kann ja auch die Zauber rüberpacken. Pass auf, das geht auch irgendwie. Falsches Menü hier. Zauber, Quistis. Tauschen. Eis, Squall, alles geben. Perfekt, gut. Gut. Komm, im Gegenzug dafür kann der Squall dir hier das Feuer geben. Und dann passt das. Ordnen. Angriff, Heilung. Ordnen. Angriff, Heilung. Ist ja egal. So, jetzt haben wir hier nämlich Eis. 20%. 20% Eisschaden, das ist gut. Abwehr können wir noch nicht koppeln, weil das der Ifrit noch nicht kann. Kann ich mal ihm zeigen. So, Ifrit. Hier. L-Angriff K kann er schon. HPK, HPK, ja. Komm, HPK lernen wir nochmal. So. Ja, die lernt ihr schon. Die hat schon 29 von Stärke K. Der hat schon 29 von HPK. Dann können wir das auch bald koppeln. Und jetzt gehen wir hier raus. Jetzt gehen wir hier raus. Die Zeit ist um. Wir haben es geschafft. Und jetzt müssen wir wohl zurück zum Garten. So, theoretisch müsste Squall jetzt mehr abziehen, weil Eis und so. Gucken wir mal. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Zahl hat sich nicht großartig verändert. Draw, ah ja. Auf den kaputten Gegner Draw machen ist natürlich sinnvoll. Also auch so, der den Todesschlag beim Gegner macht, der kriegt mehr Erfahrungspunkte. Das wird man wahrscheinlich jetzt sehen können. Weil, genau, hier Squall kriegt 38 und Quistis nur 28. Ja, Zaubersplitter schon wieder. Auch raus hier. Ist viel zu warm hier, ich fange an zu schwitzen. Wenn der Flattermann mit den Eis kommt, dann... Ich glaube, das ist er, oder? Vom Geräusch her. Da ist er ja, Kollege. Wir klauen dir wieder ein bisschen Eis. Jetzt können wir dann wieder alles ins Squall geben, dann werden seine Angriffe wieder besser. Wobei, was hat der Squall jetzt nochmal auf Stärke gesockelt? Weiß ich gar nicht. Das hat aber reingehauen. Hier, jetzt kannst du Limit, genau. Blauer Zauber. So heißt das Limit von der Laserauge. Ja, so heißt das Limit von der Quistis. Laserauge. Voll der Cyborg. Ja, ich guck dich böse an. Der lebt noch? Ne, der lebt nicht mehr. So, und in Final Fantasy 8 ist es auch so, die Gegner leveln immer mit. Ja, die werden, also wenn wir stärker werden, werden die Gegner auch stärker. Jetzt nicht allzu krass stärker, aber die werden schon stärker. In Final Fantasy 7, da waren die auch immer alle gleich stark und wir sollen uns mal heilen hier. So. Ja. Ja, das war's eigentlich. Mehr weiß ich gar nicht, was ich jetzt im Moment noch so sagen soll zu der ganzen Sache. Das wird sich schon alles mit der Zeit herausstellen. Ihr werdet das mit der Zeit alles sehen, wenn ihr das Spiel nicht sowieso schon kennt und eine Ahnung habt, wie das hier funktioniert. Das ist eigentlich ist halt ganz einfach. Und wieso steht da Command? Das ist doch Deutsch. Wir klauen uns wieder ein bisschen Eis.
Bam, schüss du, Fledermaus. Ey, immer wenn ich einen Gegner kill, dann wird hier irgendwas synchronisiert. Das geht mir langsam auf den Nerven. Andauernd. Ja, müsst ihr euch wegdenken. Kann ich auch nichts dran ändern. Das liegt daran, weil das hier mit den neuen Steam und den ganzen Errungenschaften und... Ach, alle da. Alter. Da sogar, wenn ich auf die Fresse kriege, wird das synchronisiert. Warum auch immer. Jetzt machen wir die fertig, mir reicht's. Der macht ja da seine Zauberattacken so langsam. Und die ziehen ja nicht wenig ab. Bam, voller Peitschenluder, die Quiste ist. Und der Squall hat auch so eine coole Waffe, so eine Mischung aus Revolver und Schwert, ne? Heißt ja auch Revolver. Noch immer kein Level? Vampirzahn, ja. Wissen wir noch immer nicht, wofür der Vampirzahn ist. Das ist klar. Wissen wir noch immer nicht. Zeit zu sterben! Können wir auch wegrennen? Wo sind die Knöpfe zum Wegrennen? Achso, die zwei. Ja, habe ich gefunden. Falls wir mal die Flucht antreten müssen. Schnell weg hier. Ja, ja, ja. Yeah, beide am Level up. So muss das gehen. Purpure Mauskarte. Wir haben eine Karte erhalten, weil wir gerade den Gegner verkloppt haben. So geht das auch. So kann man Karten kriegen. Entweder, wenn man andere Leute da im Duell besiegt. Oder ganz selten auch vom Gegner, so wie jetzt gerade. So. Ah, guck mal, die Wächter sind nicht mehr da. Die sind abgehauen. Die haben keine Lust mehr. Was? 12 Uhr, die haben Kaffeepause. Kann man die Kamera auch irgendwie ändern? Die Sicht? Ach. Ja, kann man ändern. Ach, ein schöner blauer Himmel. Und schon wieder die Fliegen. Ah, ich sterbe ja wie die Fliegen hier, ne? Bam! Ey, der hat das überlebt. Obwohl wir 90 abgezogen haben. 104, der lebt noch immer. Ja, der hat mitgelevelt, der Gegner. So. Tja. 100, wow. Das ist nicht schlecht. Ja, die GFs, die kriegen auch Level ab. Jetzt mache ich aber, ich koppel noch mal was anders. Weil hier den Eiszauber hier drauf finde ich irgendwie doof. Mache ich lieber auf Stärke. Ja, guck mal, auf 22 wird Stärke dadurch erhöht. Hier Geist können wir auf 7 erhöhen, wenn wir wollen. Oder, oh, 11 sogar. Ja, machen wir Geist auf 11 mit Vita. So, was hat die hier? 8 im Moment. Ja. Ja, das war's. Tit war's. So, und rein. Da sind wir wieder. Unsere Schule, unserer Garten. Ja, ich habe falschen Knopf gedrückt, ich bin wieder rausgelaufen. So. Gute Arbeit. Vor der Prüfung solltest du noch etwas wissen. Was war das noch? Die Aufzucht von GF. Daran solltest du immer denken. Oh, Mann, das weiß ich. Wie züchtet man GF? Ja. Der GF-Level steigt durch Erfahrung. Ja, natürlich. Abilities hingegen erlernen die GF durch AP. Ja, das ist wie bei Fantasy 7 die Materia mit den APs. Ja, ja, ja. Was sind XP und AP? Gute Frage. XP bekommt man durch Kämpfe, der GF. Durch Kämpfe, ja. Der GF-Level steigt dabei automatisch. AP bekommt man ebenfalls nach Kämpfen. Ja, natürlich. Welche Ability dadurch erlernt werden, hängt jedoch vom Spieler ab. Daher sollte der Lernprozess gut überlegt sein. Wir schauen uns den Lernprozess Schritt für Schritt an. Ja, natürlich. Kann ich hier nicht abbrechen drücken oder so? Ah, ey. Wenn man zum Beispiel Shiva auswählt. Ja, werden die Leistungswerte von Shiva angezeigt. Hier werden Verhältnis zum Charakter, Level und andere Parameter aufgelistet. Ja, da die Freundschaft und alles durch die Auswahl lernen. Erscheint eine Liste mit den Abilities von Shiva. Abilities, warum haben die halt nicht übersetzt in Fähigkeiten? Ja, macht doch gar keinen Sinn. Ja, ist ja egal.
Die Fähigkeiten in Weiß, zum Beispiel Stärke K, sind Abilities, die Shiva bereits erlernt hat. Die Grauen? Ja, die in Grau wie Körper K hingegen, welche die noch nicht erlernt worden sind. Die erste Zahl neben der grauen Ability zeigt die bisher gesammelte AP. Ja. Die nächste Zahl zeigt die benötigte AP, um diese Ability zu erlernen. 0 von 50 zum Beispiel. Die Werte neben Körper K besagen, dass man bisher 0 von 50 der nötigen AP gesammelt hat. Genau. Um zum Beispiel L-Angriff K zu erlernen, bewegt man den Cursor auf L-Angriff K und bestätigt die Auswahl. Bam! L-Angriff K wird anschließend von Shiva erlernt. Richtig. Die danach erworbenen AP werden für die Ability L-Angriff K gesammelt. Ja. Sobald die benötigte AP von 160 erreicht ist, eignet sich Shiva diese Ability an. Nachdem eine neue Ability erlernt worden ist, wird eine andere als die zu erlernende Ability festgelegt. Ja, welche Ability neu hinzukommt, hängt stets davon ab, welche zuvor erlernt wurde. Genau so ist es. Die Reihenfolge des Lernvorgangs beeinflusst die GF-Leistung, habe ich auch schon kurz erzählt. Daher ist es empfehlenswert, immer in diesem Menü selbst die zu erlernende Ability auszuwählen. Soviel zu Aufzug von GF, viel Erfolg. Das wissen wir aber alle schon. Ab in dein Zimmer! Und hinein in die Uniform. Wir treffen uns in der Eingangshalle. Alles klar. Da können wir uns jetzt noch ein bisschen umgucken hier. Damit wir uns Eier hier. Draw Vita. Yeah. 7-mal. Perfekt. Was ist denn mit dem GF? Hat die Quistis den noch? Ist der weggenommen worden? Nee, die hat den noch. Können wir den klauen? Ja, komm, die kann sie auch behalten. Hier ist das ja nicht überfallen für diese 7, dass man den Leuten die Sache nur klauen kann, wenn sie in der Truppe sind. Das geht immer. Immer. Ist auch besser so. Das war ja ziemlich nervig mit Final Fantasy 7. Wir erinnern uns da an die Stelle, wo wir einmal ohne Heilung unterwegs waren, weil Tifa nicht im Team war und Tifa die Heilerin war. Was schießt du denn hier so rum? Ich werde diese Woche nach Hause gehen. Ab und zu sollte ich doch lieber meine Eltern besuchen. Ja, hier, ein Duell. Gut damit heute. An so einem Tag spielt es sich gut Karten. Komm, wir spielen mal wieder Karten. Ja. Diesmal gewinnen wir aber, weil wir haben Ifrit. Oh, nee, ey. Nee. Weil wenn ich verliere, ist Ifrit weg. Sollen wir das machen? Sollen wir das wirklich machen? Ich spiele aber ohne Ifrit. Ohne Ifrit spiele ich. Das ist mir nämlich zu heikel. Weil wenn wir verlieren, der klaut er mir auf jeden Fall den Ifrit weg. Ich kenne doch die Schweinehunde. Die musst du mir nicht kennenlernen, die Leute hier in dem Spiel. Oh, was machen wir denn? Also, die Schlange kriegen wir nicht. Das können wir vergessen, aber hier. Das ist so, denke ich mal, gut. Ja, so gut dann auch nicht. Aber hier. Den kriegen wir wieder. Toll. Toll. Grandios. Was machen wir denn da? Wir haben schon verkackt eigentlich so gut wie. Hilfe! So, jetzt überlegen. Wenn ich den... Kacke, wir haben verloren. Kacke, ey. Wir verlieren schon wieder eine Karte, weil wir haben keine Chance, den eine Karte abzuknöpfen. Never ever. Egal. Ja. Schnapp dir meine Heulechse, du Arsch. Ich spiele nie wieder mit den Karten. Ja, man sollte sich auch die Karten vom Gegner besser angucken, ein bisschen mehr konzentrieren. Hallo Opa, lass mich rein. Ah ja, danke. Reception, ja. Yeah. Speichern wir mal und die Ladies sind auch immer am Tuscheln. Was machen die denn da die ganze Zeit? 30 Minuten stehen die da schon und sind am Rumtuscheln. Hat schon gesehen, der Neue? Oh, ist das süß. Der hat voll den Sixpack, ey. Nee, hab ich nicht gesehen. Wo ist er denn? So, jetzt laufen wir einmal rundherum. Das geht ja hier einmal im Kreis. Gucken wir uns alles einmal an. So, wo sind wir hier? Was steht hier? Lazarett. Also. Das ist hier die Krankenstation. Oder? Lazarett ist doch Krankenstation, oder nicht? Oder verwechsel ich da jetzt was? Ja, genau. Hier Dr. Kawashima oder... Hallo, Doktor. Hallo, Squall. Ne, ist eine Frau. Hallo, Squall. Du hast doch gleich eine Prüfung. Sei in Zukunft vorsichtiger. Ja, liegt hier jemand auf der Krankenstation? Nee, da lagen wir aber gerade. Okay, hier ist nix. Da ist nix.